So, Nebel, da warten wir mal kurz, weil unsere Bogenschützen müssen natürlich treffen. So, die switche ich auch gleich zu brennenden Schuss. Das sieht so geil aus in der Nacht. Das ist diese Stadt. Okay. Da hatte ich mit Jake eine richtig krasse Schlacht. Also zwei richtig heftige Schlachten. Schlacht. Mehrzahl von Schlacht ist. Schlachte? Schlachten? Ich schlachten dich ab. Nee. Schwurz beiseite. Und jetzt geht's mal hier los. Okay, der hat Stammeskrieger, Speerträger und nochmal Speerträger und Adelskavallerie. Hier hat er ganz viele Speerträger, okay. Die muss ich schnell ausschalten mit meinen Bogenschützen. Zum Glück sind meine Bogenschützen schneller und weiter. Also schneller nicht, sondern sie schießen weiter. Upsi. So. Das ist gerade echt lustig, weil das Kameralicht blendet mich mehr, als dass es mir gerade ein bisschen, also gerade nützt, weil ja, es ist ein bisschen dunkel. Aber im Stream ist es heller als, ja, es ist heller als der Bildschirm. Komischerweise. Was kannst du denn neu aufschwung und motivieren? Ah, ist doch gut. Hat er hier nur die Einheiten? Klappt nicht. Und warum landet er hier und nicht da? Ein bisschen nicht gut durchdacht. Okay. Warte, ballert mal hier rauf. Macht mal einen normalen Schuss. Unser General wird angegriffen. Geht mal hier in den Rücken von denen. Da wären halt Kavalleristen richtig übel. Richtig gut. Jetzt muss ich hier schnell hin. Die
bekommen halt ja jetzt richtig viel Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Der macht Signalschuss, der macht brennender Schuss. Jetzt bitte alle normal. Die immer noch am Leben. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Okay. Gut, das war's dann. Vorspulen. Ja, nee, den bekomme ich nicht mehr. Gut, aber ja. Wir haben 240 verloren. Ja, war ein bisschen blöd. Aber okay. Hey Sarah. Na, how goes it you? So. Nehmen wir mal ein. Da hauen wir mal alles weg, was wir nicht brauchen. Da brauchen wir ein bisschen mehr. So. Sarah, das hast du wahrscheinlich schon gesagt. Also mir gesagt, aber wann kommst denn du zu uns? Freitag oder Samstag? Habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm natürlich. Der kleine vergessliche Tobi. Freitag, okay. Dann kennst du mich ja. wegen Samstag. Kannst du. Ja, ein Samstag würde sich ja nicht lohnen, ja. Das stimmt. Nee, ich habe ja die ganze Zeit mit der Merve zusammen überlegt, wie ich den Samstag machen soll. Und willst du mich schminken? Also nur blass schminken und irgendwie Augenringe oder irgendwie. Keine Ahnung. Ich lasse dir da freie Hand. Ist ja sowieso alles schwarz-weiß. Und ja, keine Ahnung. Ich find's lustig. Und ich habe ja jetzt ganz viel Farbe, ne? Hm. 500 erste. Blöd. Das ist blöd, aber ein Kind ist geboren. Tja. Und noch ein. Nee, nur eins, oder? Ja. Ja, Circle of Life. Mache ich ja aus dir eine pinke Glitzerfee. No one will know. stimmt. Nein, aber das machen wir nicht. Aber Glitzer, das kommt ja. Das sieht man ja dann trotzdem. P.
Pinkelglitzerfee. Du bist ja ein Vogelbilder. du bist ja ein Vogelbild, sagt er. Gut, wieder scheint der Athene wegen der Forschung. Genau. Sarah, der Rake hat mich vorhin oder gestern auch schon, vorhin oder gestern, auf jeden Fall irgendwann auf Insta angeschrieben und hat so gefragt, ob wir den Stream am Montag wieder ein bisschen verschieben können, weil zwischen 5 und 7 oder 5 und 8, weiß ich jetzt gar nicht mehr, hat er Leichtathletik. Ja. Das ist natürlich mega scheiße für ihn. Wenn sich die Wolken zusammenziehen, du weißt aber, dass ich nicht schminken kann, oder? Die ihnen unter Schluff geben. Ja, das wird mega lustig, ja. Ja, oder ich kann es mal probieren alleine, aber ja. Es ist an der Zeit, dass ich glaube, da kann man sich gar nicht verschminken. Also, wenn es gruselig blöd aussieht, dann ist es gut. Ja, das hätte ich nicht sagen dürfen. Also Dienstag geht für mich halt gar nicht, weil ich da Hauskreis habe. Ja, also wenn würde ich das wirklich, also Montag ist eigentlich der perfekte Tag für mich, weil sonst ist die Arbeitswoche für mich so unterbrochen. Aber die einzige Möglichkeit, oder also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich lasse es so, was für ihn kacke ist, oder ich verschiebt es halt wieder nach vorne, also dass ich, keine Ahnung, wieder um 3 anfange oder um 4, dann hat er noch eine Stunde oder anderthalb Stunden. Ja, hab bis 4 Spanisch am Montag. das ist ja super. bis 4 Spanisch. Ja, dann können wir uns ja wirklich in der Mitte treffen und um 4 einfach den Stream anmachen. Dann hat er den halben Streamtag. Und ja, das muss halt dann so passen. Aber das schauen wir dann auch mal. So, ach, Sarah, der... Ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschrieben habe. Ich glaube, ich wollte es dir schreiben und habe dann... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der Flo ist bei Phasmophobia dabei am Samstag. Das werden wir dann zusammen zocken. Und er hat... ich habe ihm erzählt, dass du halt so jemand bist, der das halt lieber schaut, als selbst zu spielen. Und er so, was? Hätte ich gar nicht gedacht. Und so, ich bin eigentlich eher schon ein ziemlicher Schisser und so. Also es wird, glaube ich, sehr lustig. Also ich bin schon sehr gehypt. Also nur zu zweit ganz schön schwer, ja. Aber ich habe, also natürlich, das ist ein bisschen übertrieben, aber Hand of Blood zum Beispiel hat es mal allein gespielt. Oh, so ein Freak. Aber der hat ja, hast du ja erzählt, dass da, was war das? Irgendein Spiel hat er das erste Mal gespielt und dann auf Hardcore oder so. Und hat es noch geschafft irgendwie. Weiß nicht. Weiß nicht mehr, was das war. Raft. Ja, genau, mit den zwei Haien, gell? So ein Freak. Oh Mann. Gut, Rang erhöht, Rang erhöht. Das ist alles ganz toll. Wo kommt denn hier die Fullstack-Armee her? Der besitzt noch sowas?
Also gut, ich sehe jetzt nicht ganz so in Ordnung. Immer wieder komplett zurück. Der Spinner Kong und Tobi verrecken zu zweit auf Normal, weil sie nicht wissen, was sie machen müssen. Und er spielt einfach auf Hardcore. Ja. Aber das überrascht mich nicht bei den beiden. Die machen ja nur Schmarrn. Ah, oh, so lustig. So. Ah, der wird auch bald sterben. Das ist so schade, wenn die so richtig gut gelevelt sind, dann sterben sie eigentlich gleich. Wie einfach eine Unterhaltung über Chat und Stream führen, während du spielst. Naja, das ist doch ganz normal. Also, ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, stimmt, irgendwie von Bully muss ich auch irgendwas reinbringen bei den Alerts oder keine Ahnung. Ach übrigens, Sarah, unten bei den Infos unter dem Stream findest du deine Schokoladenanzahl. So, du sammelst schon Schokolade. Eine Stunde drüber aufgeregt, dass man keine Seile machen kann. Und dann drüber aufgeregt, dass Leute irgendwie in dass das geht. Backseat Gaming. War ein sehr interessanter Stream. Kann ich mir vorstellen. Aber das finde ich bei den beiden ein bisschen anstrengend, dass sie. Oder also vor allen Dingen bei Gronkh, dass er relativ schnell raged. Also. Yeah, ich bin Nummer 1. Ja, ja. Also, vorhin warst du noch Nummer 2. Da war Flo Nummer 1, aber waren halt beide. Ihr wart beide bei 240, glaube ich. So. Gut, also Rom ist ausgebaut, das ist gut. Okay, der hat jetzt natürlich Pech, dass er in Gewaltmodus bei mir reinbricht. Und das ist ein Hinterhalt. Und ich habe noch nur Gold, ne? Das können wir automatisch machen. Du musst Lux noch aus der Liste nehmen. Den habe ich eigentlich aus der Liste genommen. Dachte ich. Weißt du, mein. Ja, Meinst du jetzt bei der Treuepunkt-Ding oder meinst du bei. Bei All-Time. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ja, okay. Glaubenausstand unterdrückt, das ist natürlich wunderbar. So. Mehr oder weniger. So, hier bitte einmal auf Infanterie. So. So. Okay, bei Rom mache ich das mal weg, weil zwei von den Kasernen brauche ich nicht in einer Provinz. Man darf echt nicht die Sätze, die du hier sagst, einfach out of context nehmen. Oh, was habe ich gerade gesagt? Aber das ist bei mir eigentlich immer so. Achso. Stimmt, klar. Ja, okay. I see. Okay, hier muss ich jetzt wieder eine Flotte aufbauen.
Weil mit der Armee darf ich nicht einfach so auf offene See. Gut. Ich glaube, das war es jetzt auch. Gut. Hab Muskelkater in den Armen. Hast du wieder Beat Saber gespielt? Ich finde es eigentlich echt lustig, dass es schon, also weil Beat Saber gibt es ja schon relativ lange, oder? Ich glaube 2017 oder so ist es rausgekommen. Ah, Super Trooper spielt Elder Scroll. also Skyrim. Genau, und ich finde es echt interessant, dass bis jetzt noch kein wirklich gutes Star Wars Spiel rausgekommen ist, weil an sich die ja, die Physik mit den Lichtschwertern ist ja schon richtig cool. Also richtig gut gemacht und so, aber naja. Flo oder kleiner Bruder? Ja. Who knows? So. Rom bekommt öffentliches Forum natürlich. Und auch kein Harry Potter Spiel. Das ist echt krass, eigentlich. Also, das ist sowas, wo ich mir denke, so. Seid ihr bescheuert? Denke ich mir so. Ist einfach nur dumm. Weil ich meine, Harry Potter wird ja schon relativ krass ausgeschlachtet. Aber ja, nicht beim PC. Beim PC ist es einfach nur ja. Aber anscheinend wissen die Moment. Wie nennt man die Leute, denen Harry Potter gehört? Also quasi die. Quasi du musst ja, wenn du ein PC-Spiel von irgendwas machen willst, dann musst du ja zu demjenigen hingehen und fragen, du, darf ich das machen? Und dann sagen die ja oder nö. Und diejenigen, denen es gehört, sind dumm. So. Die, die Rechte haben? Ja. Zum Beispiel. Tja. Wieso kann ich hier eigentlich nicht? Ich hab doch. Da hinten habe ich den Hafen. Warte. Hier baue ich jetzt den Militärhafen und hier baue ich einen Fischerdorf. Ja. Ich meine nur, das wäre, also an sich könnte man aus Harry Potter alles machen. Man könnte sogar ein, keine Ahnung, ein Port Royal machen oder so. Was echt bescheuert wäre, aber man könnte es machen. Oder ein Rennspiel könnte man machen. Oder ein, wie Fußball könnte man das auch, also halt Quidditch könnte man als E-Sport machen. Also. Ja. Die sollten mich mal fragen. Ich habe von sowas sehr viel Ahnung. Lassen wir das. So. Aber ich bin sehr gespannt auf das Harry Potter Spiel, das nächstes Jahr rauskommt. Also. Ja, ich bin sehr gespannt. An sich, also Grafik und so weiter, sieht super gut aus. Aber ist halt die Frage mit der Geschichte, ne? So. Ich glaube, es ist alle kosten ein bisschen schlechtes.
Genau, ja. Ich will auch nicht zu viel erwarten. Aber also, ich meine, also der Produzent oder die Macher von dem Harry Potter Spiel jetzt, das sind anscheinend ziemlich gute. Also ich weiß gerade nicht, welches Spiel die gemacht haben, aber so GameStar war ziemlich angetan von denen. Ich Was bin natürlich Regent, nicht nichts heißen muss. zieht das Schwert des Ab. Aber ja, dementsprechend war ich auch so, ah, cool, die machen das, ja, okay. Dann könnte es was werden. Aber es muss halt nichts werden. Es kann, aber muss nicht. Auf zu Google. Ja, bitte macht es mal. Fehlt jetzt nur dieser Sound von Cold Mirror, diese Oh, ja stimmt. Oh, das hatte ich jetzt auch wieder voll vergessen. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen, zwei Elendsviertel reinzuhauen. Sind nämlich richtig damn teuer. Okay, wieder kein Geld. Die 3000. Warte mal. Diese Strafe auf irgendwelche Orte nur. Angst einschüchtern. Und hier Moral, öffentliche Ordnung, Widersatz, Widerstand und Präsenz. Oh, Präsenz ist gut. Warte, echt? Okay, dann. Okay. Aber ich dachte eigentlich, dass das so richtig gute machen. Vielleicht haben die irgendwelche geholt, die woanders gearbeitet haben. Ich muss noch mal nachschauen bei GameStar, was die darüber vertellt haben. Da-dum, da-dum, da-dum.